ich erlebe es immer wieder, dass Bibeltexte, Berichte aus der Bibel, Zeugnisse der Bibel besonders zu mir sprechen. Berichte aus dem Alten Testament, Briefe im Neuen Testament, die Evangelien, alles hat eine besondere Bedeutung in meinem Glaubensleben. Und immer wieder erlebe ich es, dass der Heilige Geist bestimmte Dinge betont. Vielleicht habe ich die Geschichten schon 1000 Mal gehört. Und doch, wenn ich sie lese, dann kann es sein, dass der Heilige Geist etwas ganz Besonderes betont, dass er mir ganz besonders etwas vor Augen stellt und dass er mich dadurch bereichern will, dass er mein Glaubensleben ausbauen möchte, dass er mich stützen möchte in dem Vertrauen auf Gott, der mit den Menschen in der Bibel unterwegs war und der sich erwiesen hat als der große, der mächtige Gott. Und so ist es immer wieder so, dass die Glaubenshelden ein besonderer Ansporn für mich sind. Abraham, der in der Wüste unterwegs war, der dort in den Zelten unterwegs war, der in dem verheißenen Land sich niedergelassen hat, der seine alte Heimat verlassen musste, um in das zu gehen, was Gott ihm verheißen hat. Die Bibel sagt über das Leben von Abraham und seine Hoffnung, die er im Herzen hatte, Folgendes. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und so dachte ich darüber nach. Ja, das stimmt. Er ist durch die Wüste gezogen, er lebte dort in Zelten. Und genauso habe ich das empfunden, dass es in meinem Leben solche Situationen gab, die ich so empfunden habe, als würde ich wie in einem Zelt wohnen. Aber das Zelt in der Wüste war eine begrenzte Zeit. Man siedelt nicht in der Wüste. Wir bleiben nicht in diesem Raum, in dieser Bedrängnis oder in diesem wirklich nicht wohnlichen Land, sondern unsere Hoffnung ist viel weiter. Wir gehen immer weiter in das verheißene Land, was Gott gibt. Wir bleiben nicht in den Situationen, wo wir wie in einem Zelt leben, das in einer Bedrängniszeit ist, in Sorgen, in Nöten, in all diesen Entwicklungen, sondern wir schreiten immer weiter auf unserem Lebensweg voran. Paulus schreibt davon, dass wir nicht Bürger hier im Natürlichen in dieser Welt sind, sondern wir sind Himmelsbürger. Wir müssen diese Schau haben, dass wir hier zwar in dieser begrenzten Lebenszeit sind, aber dass unsere eigentliche Heimat, unsere eigentliche Hoffnung, unsere eigentliche Verheißung, die als Himmelsbürger zu leben ist. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du das genauso siehst, dass es Zeiten sind in deinem Leben, die vielleicht wie in einem Zelt sind, aber dieses Zelt wird wieder abgebaut und es wird in eine neue Ebene kommen, eine neue Zeit, und dann wird es auch wieder weitergehen. Wir siedeln nicht in der Wüste, sondern die Zeit in der Wüste geht zu Ende und wir gehen in eine neue Lebensform hinein. Und ich möchte dir dadurch auch Mut zusprechen, dass du weißt, die Dinge, die jetzt in deinem Leben sind, auch wenn sie vielleicht unschön sind, wenn sie schwierig sind, wenn sie herausfordernd sind, wenn du nicht weißt, hey, wie geht das denn jetzt hier aus? Ich möchte dich sehr ermutigen. Diese Zeit ist wie eine Zeit in einem Zelt und du wirst es abbauen und du wirst diese Zeit verlassen und in etwas Neues hineingehen. Ich möchte dich sehr ermutigen, dran zu bleiben an der Verheißung und zu sagen, hey, ich habe eine Hoffnung. Ich gehe in etwas, was größer ist als das, was ich jetzt hier erlebe. Ich habe etwas, was mein Leben total erfüllt. Und das ist der Ruf Gottes, der auf meinem Leben ist. Ich habe eine Berufung. Ich bin gesetzt für die Ewigkeit. Gott hat mehr für dich.